Adel verpflichtet, also durch die Vordertür rauszugehen. Durch den Hintereingang gestern sind Sie ja rein. Und vor der Vordertür steht meine Kollegin Susanne Gehlhardt. Susanne, die sind nicht zufällig schon durch die Vordertür raus, oder? Nein, noch nicht, aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass das demnächst passieren könnte. Wir warten hier mit hunderten anderer Kollegen, mit hunderten von Fotografen, Kamerateams, das können wir hier gerade mal zeigen, seit über 2 Stunden. Und mittlerweile sind auch die royalen Fotografen hier eingetroffen. Und das bedeutet eigentlich immer, die sind sehr gut informiert, dass ich hier demnächst was tun müsste. Viel Polizei unterwegs, viel Bewegung am Eingang. Also wir sind sehr gespannt. Gestern hieß es ja in der offiziellen Erklärung des Palastes, die Mutter sei wohlauf, das Kind sei wohlauf und die Mutter und Kind würden eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Ob das jetzt mindestens eine Nacht ist, vielleicht auch zwei. Im Moment sieht es so aus, als ob es nur eine Nacht sein könnte und William und Kate wirklich heute noch mit ihrem Baby, mit dem Thronfolger auf dem Arm hier durch den Vordereingang dieses Mal das Krankenhaus verlassen. Der Yasin Herlan hat das eben in dem Bericht so schön erzählt mit dem aufregend gekleideten Herrn. Nun sind wir als Deutsche ja keine Monarchie mehr gewöhnt. Für uns wirkt das vielfach leicht befremdlich. Wie sehen das die Briten? Stehen die wirklich dazu, zu diesem Traditionellen und zu ihrem Königshaus? Oder sehen die das auch ein bisschen wie wir Deutsche mit so einem leicht herablassenden Blick und sagen, naja, ein bisschen sehr traditionell, aber Gott, Tradition verpflichtet. Herablassend ganz bestimmt nicht. Vielleicht manchmal ein bisschen selbstironisch, aber insgesamt kann man sagen, löst die Geburt dieses Thronfolgers hier große Begeisterung aus. Die Monarchie erfährt im Moment eine unglaubliche Popularität und Unterstützung. Fast 80% der Briten stehen hinter ihrer Königin, hinter der Monarchie und mehr noch hinter diesem jungen Paar William und Kate und dem Neugeborenen. Das ist in den 90er Jahren ganz anders gewesen. Da hatte die Monarchie hier eine große Krise. Nach der Scheidung von Diana und Charles hat man sich hier gefragt, wozu brauchen wir das ganze Theater noch? Und jetzt in Zeiten der Krise, Finanzkrise, Eurokrise, Arbeitslosigkeit, industrieller Niedergang, da ist so ein Kind eine frohe Botschaft. Und das ist gut für Optimismus im ganzen Land. Und nicht zuletzt deshalb war es ja wohl auch der Premierminister, der als erster gratuliert hat. Denn was kann sich eine Regierung Besseres wünschen als solche Nachrichten? Und der Vater, dazu wollte ich mal fragen, wir sprechen ja so viel über die Mutter und über das Baby. Der Vater, William, war bei der Geburt dabei und er hat ja eigentlich auch einen Beruf. Geht er jetzt wieder arbeiten oder was passiert? Der Vater ist Rettungsflieger in der Royal Air Force, also Hubschrauberpilot. Und der Vater ist von Anfang an der Seite seiner Frau gewesen. Er ist ja gestern Morgen hier ganz unauffällig durch den Seiteneingang mit ihr reingegangen. Er war bei der Geburt dabei. Er ist auch die Nacht über hier im Krankenhaus geblieben und er wird auch mit ihr zusammen herauskommen. Und noch wichtiger, er wird Vaterschaftsurlaub nehmen. Das ist hier in Großbritannien immer noch sehr ungewöhnlich. Seit 2003 gibt es diese Möglichkeit per Gesetz, aber nicht viele britische Väter nehmen die wahr. Anders als bei uns in Deutschland, da wird das ja immer populärer. Und auch hier geht William mit gutem Beispiel voran. Er ist ein guter Vater. Er hat sich 2 Wochen Vaterschaftsurlaub genommen und er bekommt 136 Pfund pro Woche. Das sind so etwa 150, 160 Euro während dieser Vaterschaftszeit. Und wahrscheinlich wird hier gehofft, dass es ihm vielleicht auch andere Väter nachtun. Also gesellschaftspolitisch auch einiges im Wandel und das Königshaus in einer gewissen Vorreiterrolle. Gefragt nach dem Kind wieder. Einen Namen hat es noch nicht. Und wie sieht es aus? Weiß man da schon irgendwas? Also da lassen sich die Eltern ganz offenbar noch ein bisschen Zeit und das können sie auch. Damals bei William hat es 1 Woche gedauert, bis er seinen Namen hatte. Bei Harry war es nur 1 Tag. Bei Prinz Charles ein ganzer Monat. Und auch gestern bei der offiziellen Erklärung haben wir also keinen Namen auf diesem Schild gesehen. Es wird aber hier schon kräftig gewettet. Wir wissen ja, die Briten wetten sehr gerne. Und da ist der absolute Favorit George. Das ist also der Name des Ururgroßvaters, des Thronfolgers. Aber auch James. Also da kann man noch auf eine kleine Überraschung warten. Und man wird auch sehen, ob sich die jungen Eltern von den Wettlustigen hier und wirklich beeinflussen lassen oder ob sie vielleicht einen ganz anderen Namen nehmen. Und ist in der Reihenfolge dieser junge Prinz, der geboren wurde, Platz 3. Charles ist Platz 1, William ist Platz 2. Wie stehen eigentlich die Wahrscheinlichkeiten, dass er mal König wird? Ja, natürlich wird er mal König werden, es sei denn, es passiert irgendwie ganz Unvorhersehbares.
Aber das kann man sich ja ausrechnen. Das wird noch einige Zeit dauern. Es gibt dann jetzt 3 lebende Thronfolger. Und es kann ruhig noch 40, 50 Jahre dauern, bis dieses Baby dann wirklich auf den Thron kommt. Denn das Haus Windsor ist fest entschlossen, immer der Reihe nach. Erst Charles, dann William und dann jetzt der kleine Prinz. Und auch die Königin macht keine Anstalten abzudanken, wie das ja andere Königinnen und Könige schon getan haben in Europa in der letzten Zeit. Die Queen wird im Amt bleiben, also wird alles seinen langsamen, traditionellen Gang hier behalten. Eine kurze Frage habe ich noch, weil ich so neugierig bin. Wie wird denn der Kleine jetzt erzogen? Sie sagten ja eben, gesellschaftspolitisch ein Vorbild, der Vater in dem Vaterschaftsurlaub. Ist da auch ein Impuls für die Gesellschaft zu erwarten in der Art, wie Sie Ihren Kleinen erziehen werden? William und Kate haben ja schon zu verstehen gegeben, dass sie ihr Kind möglichst normal erziehen möchten, wenn man davon überhaupt sprechen kann. Das heißt, das Kind wird auf jeden Fall auf eine öffentliche Schule gehen, aber diese Schule wird wahrscheinlich eine Privatschule sein, die anscheinend auch wahrscheinlich auch sehr teuer sein wird. Auch wenn das wenn der Nachwuchs auf die Universität gehen wird, also wird auch diese Universität ihr Geld kosten. Aber ich glaube, vor allen Dingen bedeutet Normalität für diese junge Familie, möglichst auch ein bisschen Privatsphäre zu behalten, soweit das geht. Und das haben William und Kate schon gestern deutlich gemacht. Da haben sie nämlich 4 Stunden gewartet, bis sie die Geburt offiziell bekannt gegeben haben. Und es hieß danach, diese 4 Stunden wollten sie einfach alleine sein mit sich und mit ihrem Baby. Sie wollten in Ruhe die Familie informieren. Und das ist schon mal so ein kleines Zeichen, dass sie versuchen, ihre eigenen Akzente zu setzen und soweit es geht, ihr eigenes Tempus, also ihre eigene Zeit und die eigene Schrittfolge vorzubestimmen und sich das nicht unbedingt immer von außen und schon gar nicht von den Medien diktieren zu lassen. Ganz herzlichen Dank, Susanne Gehlhardt. Und ich schaue auch zwischendurch immer über Ihre linke Schulter. Die Tür ist noch zu. Wenn sie sich öffnet, dann sind wir wieder im Geschäft. Ich danke für den Augenblick. Ganz herzlich.